Jede Lösung ist ja auch gleichzeitig ein Problem. Früher Plastik, Lösung für Verpackung, heute Problem. Das Gleiche ist mit Virtual Reality. Super Lösung, hat auch sicherlich ganz, ganz viele Ansätze, die für hochspezialisierte Momente. Natürlich ist es schöner, in Virtual Reality ein Atomkraftwerk zu reparieren als in echt, damit, wenn es dann echt ist, du es gut kannst. Also es gibt tausend Anwendungsfälle, wo es sehr relevant ist. Das größte Problem war aber immer die Isolation. Ja, also das, was jetzt auch das Metaverse sagt, alle Leute kommen zusammen. Da kräuselt es mich ein bisschen bei mir, bei aller Euphorie. Aber was so der erste Erfolg auch von uns damals in VR war, war nämlich diese Isolation aufzubrechen. Was haben wir gemacht? Wir haben Kopfhörer eliminiert. Wir haben den Ton auf Dolby Surround-Anlagen gelegt und 100 Leute gleichzeitig in VR reingebracht. Und schon war das ein natürlicher sozialer Moment. Ich gehe mit Hunderten rein, ich setze die Brille auf, ich höre den Nachbarn noch, ich sehe den Nachbarn als Avatar. Es ist analog und real merged. Und diese Trennung wollen wir halt immer aufheben.